Wenn ich an die Marke Jaguar denke, dann denke ich an luxuriöse Limousinen, an ein gestandenes Klientel und an eine gediegene, ja fast schon zurückhaltende Eleganz. Naja, eigentlich. Denn dann kam der hier. Laut, wild und auffällig. Der Jaguar F-Type R kommt nicht nur mit einer außergewöhnlichen Leistung, sondern auch mit einem außergewöhnlichen Design. Die lange Motorhaube versetzt die Fahrerkabine weit nach hinten. Diese endet mit einer schwungvollen Dachlinie im breiten Heck. Fast so böse wie der F-Type R von vorne wirkt, sieht er auch von hinten aus. Das komplett aus Aluminium gefertigte Coupé ist das dynamischste und sportlichste Serienmodell in der Geschichte von Jaguar. Der 5 Liter V8 Motor der Raubkatze leistet satte 405 kW und hat ein Drehmoment von 680 Newtonmetern. Die Höchstgeschwindigkeit wird elektronisch abgeregelt bei 300 km/h erreicht. Für den Sprint von 0 auf 100 braucht der F-Type R 4,2 Sekunden. Da man leider nicht jeden Tag auf der Rennstrecke unterwegs sein kann, möchte ich einfach heute herausfinden, ob man dieses Raubtier auch zum Stubentiger zähmen kann. Dank Kompressoraufladung und Direkteinspritzung dürfte das ganz schön schwer werden. Die feine englische Art kennt dieses waffenartige Geschoss gar nicht. Er ist laut, er ist brutal und brachial. Und nach hinten raus rotzt er so richtig, damit auch jeder ihn hört. Für gut 107.000 Euro in Deutschland möchte man schließlich auch wahrgenommen werden. Die 8-Stufen-Quickshift-Automatik sorgt für eine schnelle Gasannahme und Gänsehaut bei der Fahrerin. Wer dann auch besonders schnell wieder runterkommen will, kann sich als Zusatzausstattung Carbon-Keramik-Hochleistungsbremsen ordern. Also ich muss die Bremse quasi nur anschauen und schon greift sie ein und fast genauso läuft es auch im Gaspedal. Nur ein kleiner Anstoß und der F-Type R schießt sofort nach vorne weg. Also britisches Understatement war gestern. Ein echter Hingucker von außen wie auch von innen ist der versteckte Heckspoiler. Er fährt automatisch ab einer Geschwindigkeit von knapp über 110 km/h aus und versinkt erst wieder unterhalb von 80 km/h. Boah, ist das böse. Beim Jaguar F-Type R arbeitet das Torque-Vectoring-System mit einem elektronisch aktiven Differential zusammen. Gemeinsam sollen sie Traktion und Kurvenstabilität optimieren, sowie Lenkverhalten und Agilität verbessern. Für 6.000 Euro zusätzlich gibt es die Raubkatze in Deutschland übrigens auch allradgetrieben. Im Innenraum bei ausgeschaltetem Motor kann man schon fast vergessen, in was für einem Ungetüm man hier sitzt. Die Materialien fühlen sich alle gut an und sehen auch schön aus. Und am schönsten ist das Ein- und Ausfahren der Lüftung. Es wirkt schon fast wie eine Choreografie. Innen drin sind alle F-Type-Varianten auf den Fahrer zugeschnitten. Alle Bedienelemente liegen in angenehmer Reichweite. Das Highlight sind die Performance-Sportsitze. Sie bieten dank aufblasbarer Seitenpolster einen Extrahalt für den Oberkörper auch bei schnellen Kurven und sind dank des Premium-Leders gleichzeitig ein sinnlicher Genuss. So, zurück zur Zähmung des Jaguar F-Type R. Denn im Alltäglichen geht man natürlich auch einkaufen und nimmt eine Wasserkiste mit nach Hause. Erstaunlicherweise gehen hier sogar 2 rein, noch ein bisschen Einkauf vorne. Also da passt es schon mal ganz gut. Aber das Highlight verbirgt sich natürlich hier vorne. So
Arroganz wird man den Jaguar F-Type R wohl nie zähmen können. Denn im Herzen bleibt er immer ein wildes Biest mit brachialer Gewalt. Man kann ihn einfach nicht verstecken, aber geklaut werden kann er auch nicht. Denn der Jaguar fällt schon akustisch auf. Beim Sound drehen sich nicht nur während der Fahrt alle um. Man wird auch einfach wach, sobald der Motor beim Start sein Hochleistungsröcheln hören lässt.